Sehr gut. Dann starten jetzt eure 5 Minuten. Hallo, wir sind Lisa und Johannes von Minora. Und wir finden, dass Frauen mehr als nur ein paar olle Tampons während ihrer Menstruation verdient haben. Richtig. Ja, ja, rote Welle, Periode, Invasion der Roten Armee. Also es gibt viele Begriffe für die Menstruation der Frauen. Und obwohl es so viele Begriffe dafür gibt, scheint es doch ein Tabuthema innerhalb unserer Gesellschaft zu sein. Beispielhaft hierfür ist dieses Bild, das zeigt, wie jeder sieht, eine menstruierende Frau. Es war auf Instagram zu sehen, allerdings nur sehr kurz, wurde wieder gelöscht, da es angeblich öffentliches Ärgernis erregen würde. Da sagen wir, das finden wir ziemlich scheiße. Es ist ein ganz normales Thema, es betrifft 50% der Weltbevölkerung, damit irgendwie automatisch auch den Rest der Weltbevölkerung. Deswegen wollen wir das Thema Periode, Menstruation gesellschaftlich zu einem normalen Thema machen. Aber es ist natürlich nichts, worüber man jetzt irgendwie am Stammtisch irgendwelche Witze macht und das wird dann automatisch ein gesellschaftlich relevantes Thema. Nein, es gibt natürlich auch viele Frauen, die während ihrer Periode ja, sich nicht ganz so wohl fühlen, Unterleibsschmerzen haben, was auch immer. An dieser Stelle kommen wir mit unserer Geschäftsidee ins Spiel. Wir werden einmal monatlich kurz vor der Periode eine Box an unsere Kundinnen liefern, in der alle Produkte enthalten sind, die sich Frauen zur Periode wünschen oder eben benötigen. Das sind natürlich erstens Hygienartikel. Es wird so sein, dass die auf unserer Website frei wählbar sind, wie viele Tampons, wie viele Binden etc. Das ist ja von Frau zu Frau unterschiedlich. Dann, wir haben eine Umfrage gemacht unter rund 700 Frauen. Dabei haben wir festgestellt, dass unsere Kundinnen oder potenziellen Kundinnen sich während der Menstruation Schokolade wünschen. Also, knackige Schokolade, kommt mit in die Box. Punkt. Und dritte Produktkategorie, monatlich wechselnd, ja, Überraschungen, sodass es immer wieder ein besonderes Happening ist, diese Box nach Hause zu bekommen. Das können sein krampflindernde Tees, Nahrungsergänzungsprodukte während der Periode, die darauf angepasst sind. Alles ist möglich und ja, die Box soll am Ende des Monats sozusagen oder am Ende des Tages so geil sein, dass auch Männer bluten wollen. Ja. Genau. Wettbewerber, wie sieht's aus? In Deutschland gibt es kein vergleichbares Produkt bisher. Im Ausland dagegen schon. Das heißt, das Konzept an sich funktioniert. Das Modell Abo-Box funktioniert auch. Ja, wir sehen, es gibt verschiedene Abo-Box-Anbieter in Deutschland, also bald auch uns. Punkt. Einnahmen, wie verdienen wir Geld? Also es wird ein Feedback-System auf unserer Website geben. Damit können die Kundinnen die Produkte, welche in der Box enthalten sind, bewerten. Dadurch haben die Kooperationspartner den Vorteil, dass sie erstens natürlich perfekte Werbung an den Endkunden haben und zweitens auch direkt Marktforschung betreiben können. Ja, die Kundinnen haben den Vorteil, dass wenn sie das Feedback-System ausfüllen, sie eben Rabatte bekommen und wir können dann die Produkte aufgrund der Vorteile der Kooperationspartner sehr preiswert, am besten sogar umsonst, bekommen. Das Ganze würde 16,90 kosten. So, jetzt haben wir viel über das Produkt gesprochen, aber wer sind eigentlich unsere Kundinnen? Regelmäßig bekommen die 12- bis 54-jährigen Frauen ihre Menstruation. Das macht in Deutschland einen Anteil von 22 Millionen Menschen an der Gesamtbevölkerung. Für uns besonders interessant sind die Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren, weil sie vor allem unter den prämenstruellen Symptomen leiden. Darüber hinaus ist unsere Interessensgruppe noch viel größer, weil vor allem junge Mädchen und Frauen sich total nicht verstanden und abgeholt fühlen, was das Thema Menstruation und ihren Körper angeht. So, wir wollen nicht nur ein reines Lifestyle- und Konsumprodukt bieten, sondern gleichzeitig auch einen nachhaltigen Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen. Wie Johannes schon anfangs meinte, das Thema Menstruation stößt auf Tabus und Verschwiegenheit und das Tabu wollen wir ganz krass aufbrechen. Uns ist es wichtig, dass wir einerseits Einfühlsamkeit und Informationen rund um das Thema weiblichen Körper und Zyklus bieten, aber auch gleichzeitig für Female Empowerment und Period Awareness sorgen. Wie wollen wir das Ganze machen? Als E-Commerce-Produkt und Unternehmen sind für uns Instagram, Hashtags und Tweets nicht nur irgendwelche hippen Buzzwords, sondern wir wollen sie ganz klar als Tools einsetzen, um zielgruppenspezifisches Marketing veranstalten zu können. Dafür haben wir jetzt schon, wie ihr seht, unseren Instagram-Account und betreiben auch einen Blog rund um das Thema Menstruation und Frauen. Ja. Wie wir jetzt schon gesagt haben, unsere Vision und Ziele sind ganz klar, aber wo stehen wir gerade? Derzeit sind wir mit einer Bremer Designerin dabei, unseren Prototypen zu entwickeln. Und ja, wir haben unsere Instagram und Blog, unsere Social Media Kanäle laufen. Wir sind gerade dabei, Aufmerksamkeit zu erregen, eine Gruppe an potenziellen Kundinnen zusammenzustellen, haben schon eine Umfrage unter 700 Frauen gemacht. Und als nächstes folgt der Prototypentest. Und am Ende des Jahres planen wir mit unserem Produkt auf den Markt zu gehen. Genau. Ja, Minora. Das Frauen feiern.
wieder so guter Zeit. 6 Sekunden waren noch über, habe ich gesehen. Als trainiert. Eine Woche geübt wahrscheinlich. Tag und Nacht. Ich hätte direkt mal eine Frage zu den Kosten. Ich habe dich gemeldet, Mann. Bro, meldest du? 16,90 € habt ihr gesagt. Ja. Was wird euch das Ganze kosten? Das hängt natürlich stark davon ab, inwiefern wir den Kooperationspartner davon überzeugen können, ihre Produkte kostenlos in unsere Box zu packen und zu einem sehr günstigen Preis. Also es ist wohl davon auszugehen, dass wir anfangs natürlich viele Produkte selber einkaufen müssen. Besonders bei den Hygieneartikeln wird es wahrscheinlich der Fall sein, da wir uns nicht vorstellen können oder schwer vorstellen können, dass jetzt große Player wie Johnson & Johnson sagen, hey, ihr seid ein kleines Startup, natürlich geben wir euch die kostenlosen Tampons. Das ist aber nicht so schlimm, die kosten ja fast gar nichts. Und wir planen anfangs dann mit kleineren Unternehmen aus dem Mittelstand sozusagen zum Beispiel Schokolade anzubieten, die dadurch natürlich einen Vorteil haben. Die Kalkulation ist dadurch natürlich noch sehr vage, das werden wir dann sehen, wenn wir eben die ersten Kooperationspartner an Land gezogen haben. Wir planen allerdings für die ersten 2 Jahre mit rund 300.000 € Kosten. Ich glaube, Stella hat eine Frage. Ihr habt diese Umfrage erwähnt, 700 Teilnehmer. Genau. Wie viele haben denn wirklich gesagt, ich würde sowas kaufen oder bestellen oder abonnieren? Also mit explizit Ja haben 33% geantwortet, um und bei. Also es schwankt, die Umfrage läuft jetzt immer noch weiter auf unserer Landingpage. Du kannst gerne deine Bekanntinnen sozusagen motivieren, daran teilzunehmen. Das freut uns immer. Sich nicht sicher waren dann weitere ca. 33% und mit klar Nein, also quasi ein Drittel, ich weiß nicht, und ein Drittel, was soll ich denn damit? Okay, zweite Teilfrage, ganz schnell. 3 Minuten. Produktvariation. Ja. Also klar, Tampons macht Sinn, Sprache macht Sinn. Ja. Was kommt dann? Also ich wüsste jetzt nach 3-4 Boxen nicht mehr, was da reinpacken sollte. Ja, also die Auswahl ist an sich endlos. Wir haben jetzt da zum Beispiel zusammengestellt, mal einen Tee. Das können wirklich über reine Beauty-Produkte sein. Es gibt ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, entkrämpfende Sachen, Wohlfühlsachen, aber auch irgendwie in Richtung Lifestyle, wo die Inspiration. Also haben wir mal eine Festivalbox. Genau, also Stichwort Variation. Also es geht uns auch darum, dass dann Thema